Was geht ab, Freunde, und herzlich willkommen zu einem weiteren Video von eurem Dragon Ball Fan 91. Leute, ich habe mir wieder ein komplettes Set bestellt. Diesmal Dragon Ball Super Card Game Cross Worlds. Wir schauen uns erstmal hier die ganze Verpackung an sich an. Wir kriegen wieder eine extra Karte, da bin ich mal gespannt, welche es ist, ob es die hier ist, ob wir mehrere zur Auswahl haben. Wahrscheinlich wird es aber nur die hier. Dann sehen wir hier an der Seite Super Saiyan Bardock und Pan. Hinten lesen wir erstmal, was wir wieder hier für Karten haben. Wir haben 60 Commons, 30 Uncommons, 18 Rare, 14 Super Rare, 4 Special Rare und eine Secret Rare, Leute. Und hier haben wir Khalifa von Dragon Ball Super und Kid Buu, Leute. Ganz vorne drauf haben wir Gogeta oder Vegito, die kann ich leider echt nicht unterscheiden, als Super Saiyan Blue Form. Und dann die Xenoverse 2 Charaktere, die zwei Bösen da hinten. Plus hier unten C14 war das, ja. Und hier der Wehraffe, wahrscheinlich der von Vegeta. Dann würde ich sagen, wir reden nicht lang drum rum. Wir haben uns jetzt die Box angeschaut. Wir öffnen sie jetzt einfach mal langsam. Dafür benutzen wir wieder unser super Taschenmesser hier. So, diesmal nicht so ganz. So. Freunde, haben wir schon mal Part 1 überlebt. So wie es auch im Laden zu kaufen gibt. So. Und dann würde ich sagen, wir reden nicht lang drum rum und fangen einfach mal an, die ersten 8 Booster zu öffnen, Leute. So, Freunde, dann fangen wir einfach mal mit dem ersten Booster an. Wir haben hier Nira. Wahrscheinlich genau da, wo er die Black Kamehameha macht. Gucken, was uns heute erwartet. Wieder ein schlecht geöffneter Booster. PS, die Karte habe ich eigentlich auch nicht dabei gehabt irgendwie. Die Special Karte war irgendwie auch nicht dabei. Oder vielleicht ist sie unten, muss ich mal später nachschauen. Oh, und jetzt sind wir dort angekommen, wo ich die ganze Zeit hin wollte, beim Dragon Ball Super Kampfturnier. Bergamo, richtig geil. Richtig, richtig geile Karte. Quick Rush Trunks. Und C16. Richtig nice, Leute. Richtig nice. Shun Shun Protector Margin. Okay. Sagt mir jetzt ein bisschen wenig. Und dann Gildo. Nee, Rildo. March of the Great Ape. C17. Rebirth of Justice. Borgus. Pan. Und wir fangen direkt mit einer Holo an, Leute. Striker Bardock. Nice. Sieht richtig nice aus, die Karte. Was ist die letzte Karte? Sie ist wieder eine Unwaving Justice Bardock. Eine Rare-Karte, aber Awaken. Hier haben wir die Holo und hier die Super Saiyan Bardock als Awaken-Karte. Richtig geil, Leute. Richtig nice. Sieht wirklich echt geil aus. Gefällt mir. So. Wir machen was andersrum. Das hier hin. Und die hier hin. So. Nummer 2 ist der Werfe. Versuchen wir jetzt sauber zu öffnen und es klappt auch. Oh, und wir fangen mit einer Awaken-Karte von Super Saiyan Trunks an, Protector of Time. Richtig nice. Richtig, richtig nice mit seinem Schwert. Dann hier von Dragon Ball GT, Super Saiyan Son Goku. Hidden Power U, nice. Und dann der Kai, der gegen den kleinen Kid Buu gekämpft hatte und der ihn dann verstungen hat. Danach wurde er zu Fat Buu. Dann der Roboter. Kakarot, the child who got away. Nice. Giro von GT. König Vegeta.
Babidi, Times Judgment. Oh, und da haben wir gleich nochmal Babidi, die Holo, gerade eben als normal gezogen. Hier die Holo, Leute. Nice, zweites Booster, zweites Solo. Sieht geil aus. Und die letzte Karte ist wieder die gleiche. Oh, was ein Fail. Wir fangen einfach mal, die ersten zwei Booster haben einfach mal die gleiche Karte. Oh Gott. Oh Gott, ich ahne nichts Gutes. Also wenn sie jetzt dreimal rauskommt, dann habe ich echt keine Spannung mehr hier drin. So, jetzt haben wir Majin Buu, Out of Control Evil. Majin Buu, nice, sieht richtig geil aus. No Opening Son Goku. Dann die Awaken Karte, Uncontrollable Great Ape Son Goku. Der unkontrollierbare Son Goku von Dragon Ball als Awaken Karte, nice. Android 14. Dark Blood. Gero wieder. Und der Kaioshin. Shocking Future Son Goku. Dann haben wir hier 10-19. Who make you cocky? Nice mit Dafura als Keks. Flying Nimbus. Und die letzte Karte ist eine Rare again. Absolut Defense Great Ape King Vegeta. Oh, König Vegeta als Bäraffe. Nice, sieht gut aus. Eine Rare. So, Leute. Und dann eine Awaken-Karte von Super Saiyan 3 Son Goku. Auch richtig, richtig geil. Sieht echt richtig nice aus. Dann Android 13. The most evil observation in history. Oh, 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 oh. Sieht richtig nice aus. Hier einmal nur noch mit Piccolo und hier mit Son Gohan. Und dann Jean, Family of Justice. Schwanz Bridge to the Future. Planet M2. Nice. So, Princess Warrior Son Goku. Great Android. Oh, Dr. Gero. Und dann hier das böse Buch. Fascha. Und dann Toba, Space Time Unleashed. Die letzte Karte ist eine Super Rare Super Saiyan 3 Bardock Power Unleashed. Leute, wir haben die erste Super Rare aus diesem Set. Und die sieht einfach krank aus. Die Super Saiyan 3 Version von Bardock. Richtig, richtig nice. So, Booster Nummer 5. Oh, die habe ich aber katastrophal geöffnet, Leute. So. Jetzt muss ich jetzt weg. So, C13. Und hier haben wir Toppo. Nice, über einen Jiren würde ich mich sehr freuen. Hidden Power Great Ape Tora. Und hier Nappa mit Haaren. Leute, Nappa mit Haaren. Da war da noch ein bisschen Kanake. Hier nochmal Tora. C18. Und dann Unending Awakening. Awakening. Giru. King Vegeta wieder. Oh, der andere Kaioshin. Vom Norden. Okay. Und dann Youthful Bulma. Und die letzte Karte ist wieder eine Super Rare. Victorious Fist Super Saiyan 3 Son Goku. Alter, Alter. Mit der Faust voran. Richtig nice. 25.000 Angriff. Wieder ein Super Saiyan 3, Leute. So, langsam wird's. Zwei Super Rare am Stück. Da ist die übrigens. Die Karte haben wir gerade gezogen. Und die hier haben wir schlecht geöffnet.
So, mal gucken, was uns jetzt erwartet. Hidden Power Gear Fresher. Bodyguard Magic. Ah, das ist von Dragon Ball GT noch. Und dann Mira. Kibito. Shugesh. God Absorb Majin Buu. Nice. Und dann C15, Just Saying Hi. Geiler Titel. Evil Psyche Samasu. Oh, 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 das war krank. Das war krank, Leute. Und dann wieder der Kai. Grand Tour Spaceship. Ja, da haben sie die Dragon Balls gesucht, ja. Striker Bardock. Letzte Karte ist eine Rare Power Absorbing Majin Buu. Aber die sieht nice aus, Leute. Die sieht richtig nice aus. Gefällt mir sowas. So, die letzten zwei Booster. Power Absorbing Loot. Dragon Ball GT Charakter. Dann die Awakened Karte von Super Saiyan 3. C14. Und dann Mega Canon Sigma Net, ja, auch von GT. Und hier Mr. Satan im Kampfturnier. Speedy Surprise Attack. Dann Vegeta als Kind. Hier haben wir wieder Towa. Hier haben wir Fascha. Hier wieder Zamasu. Mabini, die ich im Hintergrund übrigens als Holo. Oh, das wusste ich gar nicht, dass die letzte Karte ist. Wir haben wieder eine Rare. Wir haben die Towa bekommen als eine Rare. Nein, sieht auch richtig geil aus. Mal was anderes. So in rosa. Und jetzt kommen wir zum letzten Booster. So, der letzte Booster, Leute. Super Saiyan 2 Trunks. Jetzt muss was gehen. Bardock. Sigma. Supreme Kai of Time Vault Protector. Wieder. Wieder der Supreme Kai. Mega Cannon Sigma Rivet. Dann dieser Frau kommt mir nicht bekannt vor. Giru. König Vegeta. Schon wieder Babidi. Und die letzte Karte ist wieder eine Super Red Dimension Breaker Mira. Alter, aber die sieht krank aus, Leute. Die sieht wirklich krank aus. Drei Super Rare Leute, eine gleich doppelte gezogen und am Ende eine Super Rare Mira. Richtig, richtig nice. Diese Bösewichten von diesem Xenoverse 2 Spiel gefallen mir. Die haben irgendwie immer dieses Rosa an im Hintergrund. Das sieht echt nicht schlecht aus. Hier nochmal alle Karten. Wieder eine Super Rare, noch eine Super Rare. Die sehen krank aus. Die Super Rare Karten sehen echt krank aus. Da sehen die Rare schon halber aus wie eine Holo und hier doppelt. Leute, das waren die ersten 8 Booster. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Spaß, genauso wie ich. Dann würde ich sagen, wir warten mit Spannung auf das nächste Mal und bis dahin euer Dragon Ball Fan 91. Peace, Leute.